Und wieder mal zeigt sich, dass die berühmte Politsteigerungsform nicht umsonst existiert. Feind, Todfeind, Parteifreund. Eigentlich heißt die Partei ja Team Stronach, nur Teamgeist geht anders. Seit vorgestern der Patriarch, also Frank Stronach, seine engste Vertraute, hat fallen lassen und diese gestern alles hingeschmissen hat, oder fast alles, denn Katrin Nachbauer verlässt die Partei, will ja aber Clubchefin bleiben. Und da gibt es intern heftigen Widerstand. Heute redet sie erstmals darüber. Katrin Nachbauer war seit den Meldungen ihres Parteiaustritts untergetaucht und für keinen Kommentar mehr greifbar. Heute beendet sie ihr Versteckspiel und sagt im ORF: Ich stelle klar, ich bin weder aus der politischen Bewegung Team Stronach ausgetreten, noch aus dem Parlamentsclub. Aber die Tage als Vizechefin der Partei sind gezählt. Frank Stronach will ja schon seit längerem einen starken Mann in der Partei. Und wir haben auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Ich möchte diesem natürlich Platz machen. Innerhalb des Team Stronach herrscht weiter Uneinigkeit. So sagt der Parteikollege und Vorgänger von Katrin Nachbauer zur selben Zeit: Das wäre einmalig auf der ganzen Welt, dass eben jemand einem Club vorsteht, wo die einen Parteimitglieder sind, die anderen nicht. Welche Politik wird dann gemacht? Und ich kann Ihnen für mich nur sagen, ich bin angetreten, um die Politik Frank Stronachs zu machen und nicht die Politik von der Frau Katrin Nachbauer. Eine Aussprache unter allen Abgeordneten ist für nächste Woche angesetzt.